Einen wunderschönen guten Morgen aus Neuseeland. Leider werde ich dieses Jahr die Prowein verpassen, weil die Trauben sind doch etwas reifer, wie ursprünglich vorhergesagt. Wie man sieht, bei uns hier in Neuseeland sind die Trauben extrem durchsät mit ganz vielen kleinen Beeren. Und die große Hitze in den letzten paar Wochen hat dazu geführt, dass gerade diese kleinen Beeren schon sehr stark eingeschrumpelt sind. Und die Trauben sind jetzt schon extrem reif und müssen unbedingt dringend geerntet werden. Leider ist auch ein bisschen Niederschlag vorhergesagt. Und weil diese kleinen Beeren schon so perforiert sind, ist natürlich ein idealer Nährboden dann für Botrytispilz. Deswegen müssen die jetzt so schnell wie möglich dann abgeerntet werden. Beim Sauvignon Blanc sieht es leider nicht ganz optimal aus. Zum Teil haben wir noch grüne Trauben, die noch unreif sind und wo wir noch warten müssen, bis wir sie ernten können. Auf der anderen Seite hier an dieser Traube schon viele eingeschrumpelte Rosinen da. Die sind schon so eingetrocknet, dass da gar kein Saft mehr drin ist, also auch nichts mehr bringt. Und dann leider ab und zu noch solche Botrytis-Nester, die jetzt wachsen. Ja, es hat leider letzte Woche oder kurz davor schon ein bisschen stark geregnet und dementsprechend in diesen reifen Trauben da bricht jetzt die Botrytis los. Deswegen müssen wir hier in dem Bereich jetzt eine negative Vorauslese machen. Das heißt, wir ernten einfach alle infizierten Sauvignon Blanc Trauben heraus und tun dann die sortieren. Die reifen Beeren, die schmecken optimal, sind super reif, haben super reifes tropisches Aroma. Aber die Botrytis muss eben weg und das können wir halt jetzt nur von Hand machen. Und dann gehen wir durch, tun erstmal diese Trauben herauslesen und warten, können wir dann, bis die anderen grüneren Trauben endlich richtig reif sind. Drückt uns die Daumen, dass das Wetter hier wunderbar stabil bleibt, dass keine großen Niederschläge kommen und dass wir durch die kalten Nächte und durch trockenes, windiges Wetter dann wunderbar reife Sauvignon Blanc Trauben ernten dürfen. Und damit es auch 2019 ein sehr, sehr guter Jahrgang wird.